ERF Plus. Gib alles, nur nicht auf. Gute Impulse, wie das Leben sinnvoll gelingen kann. Hallo und herzlich willkommen zu Gib alles, nur nicht auf. Mein Name ist Andy Weiß und ich sammle Gedanken, Geschichten und Interviews, die ich gerne mit Ihnen teilen will. Schön, dass Sie da sind. 16.000 Wörter redet ein Mensch pro Tag. Das behauptet zumindest der Linguist Matthias Mehl. Jetzt kennen Sie sicher Menschen, die ihr Wörterbudget abends noch lange nicht aufgebraucht haben. Und dann gibt es wiederum Menschen, die eigentlich ab dem Frühstück schweigen müssten, um der Statistik einigermaßen gerecht zu werden. Für mich stellt sich aber eher die Frage, welche Worte und nicht wie viele Worte wir jeden Tag sprechen. Wie viele Worte davon sind wahr und wie viele gelogen? Wie vielen liegt eine gute Absicht zugrunde und wie viele kommen doch nicht beim Empfänger so an? Wie viele dieser Worte stiften Frieden und wie viele bringen Krieg? Wie viele Worte verbinden und wie viele trennen? Worte sind mächtig, sie haben eine enorme Kraft. Der berühmte Arzt Asklepios riet behandelnden Ärzten, zuerst das Wort, dann die Pflanze, zuletzt das Messer anzuwenden. Worte können gesund und krank machen. Worte können heilen und töten. Worte können pflanzen und ausreißen, aufbauen und zerstören, entlasten und belasten, verbinden und trennen. Im Talmud heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, liegt also darin begründet, wie wir voneinander denken. Die französische Karmeliterin Thérèse von Lisieux schwärmte, nichts macht glücklicher, als gut über den Nächsten zu denken. Denn sie war sich sicher, dass die Liebe zu Gott an der Liebe zum Nächsten gemessen wird. Die Kernaussage der Bergpredigt Jesu findet sich in Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz der Propheten. Ich will einmal versuchen, den Satz aus einer anderen Perspektive anzugehen. Ich frage mich nicht, was ich gerade dem anderen antun möchte. Ich frage mich, was ich mir selbst wünschen würde. Was wünschen Sie sich von anderen Menschen? Wie soll Ihr Arbeitskollege, Ihr Ehepartner, Ihr Kind, Ihr Vater, Ihre Mutter, Ihr Chef, wer auch immer mit Ihnen umgehen? Dann, wenn Ihnen etwas Schlimmes passiert ist, dann, wenn Sie traurig sind, wenn Sie einen Fehler gemacht haben, wenn Sie sich schämen und sich am liebsten vor der ganzen Welt verstecken würden, was würde Ihnen gut tun? Und behandeln Sie Ihr Gegenüber genauso liebevoll? Von Sokrates wird folgende Geschichte erzählt. Eines Tages kam ein Mann aufgeregt zu Sokrates. Sokrates, hast du gehört, was dein Freund getan hat? Das muss ich dir gleich mal erzählen. Moment mal, unterbrach ihn der Weise, hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? »Drei Siebe?« fragte der andere voller Verwunderung. »Ja, mein Lieber, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir zu sagen hast, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist?« »Nein, ich hörte es irgendwo und...« »So, so«, sagte er, »aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst...« Wenn es sich schon nicht als wahr erwiesen hat, so doch wenigstens gut? Zögernd sagte der andere, nein, das nicht, im Gegenteil. Aha, unterbrach ihn Sokrates, so lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden und fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich gerade erregt. Notwendig nun gerade nicht. Also, lächelte der Weise, wenn das, was du mir erzählen willst, weder erwiesenermaßen wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein. Und belaste dich und mich nicht damit. Gerne unterstütze ich Sie auch persönlich, diese Gedanken direkt in Ihrem Alltag umzusetzen. Mehr Infos zu meiner Musik und meinem Beratungsangebot finden Sie unter andy-weiß.de. Bleiben Sie gesund, auch im Herzen. Ihr Andy Weiß. ERF Plus. Gutes im Radio.